Hallo, liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit. Hallo. Heute nehmen wir wieder Kurs auf Kreuzfahrt, denn es geht um deinen perfekten Hafenaufenthalt Und wie du ihn vorbereitest. und was wir da für Tipps und Tricks jetzt für dich haben, das siehst du Jetzt. viel Spaß! So, doch jetzt erstmal hallo. Falls du uns noch nicht kennst, ich bin der Simon. Ich bin die Tamara. Und zusammen mit dem Elias sind wir Freizeitpark. Und das ist wirklich die Mama, ja. Die war nämlich ganz frisch beim Friseur. Ja. Für alle unsere Freunde, die unserem WhatsApp-Kanal folgen, die wussten da schon Bescheid. Also, kleiner Tipp am Rande, falls du den noch nicht kennst, den WhatsApp-Kanal. Dann abonniere ihn am besten jetzt. Dann kriegst du so Tipps und Tricks schon vorab. Und schöne Frisuren manchmal auch noch. Das. Genau. Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, wir starten eigentlich wie immer mit der Klappe. Die große Klappe von der Mama sozusagen. Bin wieder sehr charmant heute. Ja, wie immer. Okay. Aber so ist es halt manchmal. Was sich liebt, das neckt sich. Genau. So ist es bei uns nämlich auch. Ja, und wir starten direkt rein mit deinem perfekten Hafenaufenthalt. Und ja, das ist natürlich jetzt wieder das Thema. Wir können nur sagen, was unser perfekter Hafenaufenthalt ist. Das ist ein schweres Wort übrigens. Hafenaufenthalt. Sag das dreimal schnell. Hafenaufenthalt, Hafenaufenthalt, Hafenaufenthalt. Ja, die kann das auch noch. Also wirklich, Mensch. Trink mal erstmal noch einen. Ein Wasserglas. Ganz, ganz wichtig. Genau, also wir können natürlich nur sagen, wie unser perfekter Hafenaufenthalt ist. Immer noch ein schwieriges Wort. Wie dein perfekter Hafenaufenthalt ist, das muss natürlich du entscheiden. Aber wir geben dir jetzt heute mal ein paar Tipps und Tricks an die Hand, wie wir vorgehen bei unserer Planung von unserem Hafen. Und bestimmt ist da auch noch das eine oder andere Gute an Infos dann für dich mit dabei. Doch bevor wir jetzt richtig starten, noch eine kleine Bitte am Rande. Wenn dir dieses Video gefällt, dann machen wir was? Dann abonnierst du unseren Kanal. Genau. Und klickst das Glöckchen da unten. Ja. Dann verpasst du nämlich gar nichts mehr. Und bist immer live dabei. Auf alle Fälle. Wenn du einen Hafen planst, wie würdest du denn vorgehen, liebe Mama der Freizeit? Ja, also ganz wichtig ist, dass ihr den Hafen kennt, wie der heißt, genau, wo der liegt einfach. Und dann kann man sich von verschiedenen Optionen Informationen holen, genau, Internet, Reiseführer, Erzählungen von Bekannten, Verwandten vielleicht, genau. Also man fokussiert erstmal sein Ziel, wie heißt denn der Zielhafen, guckt einfach auch mal im Internet vielleicht. Google Maps hilft da auch immer ganz gut. Wo liegt denn der Hafen und brauche ich einen Shuttle in die Stadt oder kann ich zu Fuß? Gibt es Bus, gibt es Bahn, gibt es Fahrradverleih oder desgleichen? Alles schon erlebt. Soll, ja, ist alles geben. Genau, und dann muss man sich halt einfach drüber im Klaren sein, was man halt sehen möchte, beziehungsweise was halt der Hafen und die Stadt an sich zu bieten hat überhaupt. Das heißt, es sollte schon vorher ein bisschen recherchiert werden, was die Stadt zu bieten hat und dann halt einfach abzuwägen, auf was man Lust hat, genau wie man sich den Hafenaufenthalt einfach vorstellt. Genau, was halt auch immer ganz wichtig ist, dass man die Zeit im Auge behält, die man im Hafen liegt, weil es ist sicher ärgerlich, wenn das Schiff ohne einen losfährt. Ist auch alles schon passiert. Ja. Deswegen ist ganz wichtig, vorab zu klären, wo liegt das Schiff einfach, wie kommt man ins Zentrum, wie kommt man dahin, wo man hin möchte. Gibt es vielleicht organisierte Ausflüge oder genau, geht man einfach auf eigene Faust los. Also es ist ganz, ganz viel zu tun. Falls du noch nicht auf Kreuzfahrt warst, kennst du das ja vielleicht auch noch gar nicht. Falls du schon auf Kreuzfahrt warst, dann ja, weiß mal, was einen erwartet. Also erstmal muss man natürlich schauen, wie du gesagt hast, wo bin ich? Ist es vielleicht sogar ein anderes Land?
Gibt es vielleicht eine andere Währung? Was ist denn sonst noch wichtig? Es gibt hier ganz, ganz viele Häfen. Da bist du mitten im Zentrum mit dabei. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Häfen. Die heißen dann meinetwegen Paris, Le Havre. Und du fährst nach Paris 2 Stunden oder so, glaube ich. Ne? Also da muss man einfach immer schauen, wo man ist und ja, was man einfach auch machen möchte. Und ja, da gibt es dann die Möglichkeit, logischerweise geführte Touren zu machen oder auf eigene Faust. Faust das Ganze zu machen, genau. Und die einzelnen Möglichkeiten gehen wir jetzt heute einfach mal mit euch durch. Wir planen unseren Hafenaufenthalt, ich freue mich mit dem Wort wirklich nicht mehr an, immer wirklich, wirklich ausführlich. Ne? Wir haben hier auch so ein bisschen Zettel jetzt für heute mit dabei. Es gibt bestimmt auch Leute, die lassen sich ein bisschen mehr treiben. Die wollen sich vielleicht vorher auch gar keine Gedanken machen zu dem ganzen Thema. Und da fangen wir jetzt einfach auch mal an bei dem Tipp Nummer 1 im Endeffekt. Wenn man sich nicht wirklich Gedanken machen will, wenn man sich nicht wirklich einen Plan in Anführungsstrichen machen will, dann schaut man natürlich erstmal zur Reederei. Und in unserem Fall, wir waren ja bis jetzt immer nur mit AIDA unterwegs, schon dreimal. Ne? Das ist jetzt die vierte Reise, die wir planen. Und ja, da schaut man dann einfach ins MyAIDA. Und im MyAIDA gibt es ganz, ganz viele. Ausflüge. Ja, genau. Ist nicht immer die günstigste Wahl tatsächlich, aber man setzt sich halt in Shuttle oder ins gemachte Bett oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Und AIDA hat alles organisiert. Ne? Und das hat natürlich seinen Preis, ganz klar. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Routen durchgehen. Zum einen unsere nächste Route. Da sind wir in Norwegen, ne? Ab Kiel. Und da zeigen wir euch jetzt einfach mal, was denn bei MyAIDA so an Ausflügen da entsprechend dann angeboten wird. So viel einfach mal ein kleiner, aber feiner Überblick über die Ausflüge, die aktuell in MyAIDA angeboten werden. Wie ihr es gesehen habt, ganz so günstig ist es, glaube ich, nicht. Aber ja, man hat halt wirklich den Vorteil, AIDA macht alles, plant alles und man ist da einfach fein raus, ne? Ja. Ja, es ist halt wieder so Preis-Leistung, wo ich finde, wo schon im Verhältnis steht. Es ist zwar recht teuer, aber man muss einfach bedenken, man hat meistens den Transfer mit dem Bus dabei. Man hat die Eintrittsgelder dabei, je nachdem, wo man halt hingeht. Ja, und man hat halt die Garantie, man ist auch wieder pünktlich zurück beim Schiff. Haben wir bis jetzt die Erfahrung gemacht, eigentlich immer nette Reiseleiter Ja. dabei, die dann auch einfach was dazu erzählen. Ja, und das kostet halt alles einfach auch sein Geld. Und wenn man das auf eigene Faust machen würde, hätte man die Kosten tatsächlich halt auch. Ja, deswegen ist halt immer abzuwägen. Im ersten Moment wirkt es vielleicht teuer, wenn man den Preis so sieht, aber man sollte auch da wieder ein bisschen hinter die Kulisse schauen, was man dann alles geboten bekommt. Und wie es der Simon schon gesagt hat, da ist man halt einfach versorgt, da hat man halt
ein geplanter Ausflug, Ja, ein All-in-One-Paket genau, wo man sozusagen. sich selber nicht viel vorher damit beschäftigen muss, ja, was man macht oder so. Die sind halt immer, finde ich, ganz schön organisiert und auch immer reichhaltig im Angebot, sodass eigentlich für jeden was dabei ist. Ja. Also ich finde, ja, klar, teuer sind sie schon, aber Ja. Wobei ich es jetzt auch, gibt viele, ja. positive Seiten. Definitiv. Hat, so hat alles sein Für und sein Wider. Wobei ich finde jetzt tatsächlich irgendwie bei unserer Tour jetzt im Mai, ja, hauen mich jetzt die Ausflüge aktuell noch nicht so wirklich um. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was nach. Lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß auf jeden Fall von ganz, ganz vielen von euch im Austausch, die sind im Sommer im Mittelmeer unterwegs, ne, zum Beispiel auf Aida Cosma. Und ja, manche sind sogar auch das erste Mal auf Kreuzfahrt, so was bei uns ja vor 2 Jahren. Da waren wir ganz, ganz aufgeregt. Und von daher habt ihr sogar auch die Möglichkeit, das zeige ich euch jetzt mal noch, dass ihr vorab schon mal reinspiegeln könnt, bevor ihr die Reise überhaupt gebucht habt, was für Ausflüge es gibt. Ja, und das zeige ich euch jetzt hier einfach mal separat noch am Bildschirm. Und da könnte man sich jetzt zum Beispiel mal die Route im Mittelmeer mit Aida Cosma ein bisschen genauer anschauen und sieht dann da auch schon mal ein paar Ausflüge zur Auswahl, wo man halt entsprechend auch wieder über Aida buchen kann. Ne? Da zeigen wir euch jetzt einfach mal so einen ganz kleinen Überblick. Da. Da. Auch Edda ist wieder mit dabei. Ja, falls das manchmal rascheln hört, unsere kleine süße mongolische Rennmaus, gell? Wüstenrennmaus. Wüstenrennmaus, die knabbert da hinten wieder ein bisschen rum, ne? Die hat ihre Wachphase. Ja, die hat gerade ihre Wachphase, kurz vor 9. Genau. Ja, und zu guter Letzt, was mich ja echt auch mal reizen wird, wäre eine Tour im Winter. Irgendwann, ja, vielleicht schaffen wir das irgendwann mal noch. Werfen wir mal da noch einen Blick, weil da will ich jetzt tatsächlich auch selber mal noch reinschauen, was denn so auf der Metropolentour zum Beispiel im Winter angeboten wird. Und dann machen wir jetzt auch noch mal einen ganz kurzen Schwenk dann über das Mai AIDA.
Was auch noch wichtig wäre anzusprechen, ist also die ganzen AIDA-Ausflüge. Solange sie nicht ausgebucht sind, könnt ihr auch immer noch auf dem Schiff buchen. Also ihr habt da diese Ausflugs, wie nennt sich's? Corners, glaube ich. Corners, danke. Ausflugcorners, wo einfach ihr dann die Möglichkeit habt, persönlich dann noch die Ausflüge zu buchen. Und es gibt dann auch diese Deals und Last-Minute-Ausflüge. Zumindest in der Karibik gab es das, Zumindest in der ja. Karibik gab es das jetzt. Also ich weiß nicht, ob es das jetzt überall gibt, aber ich gehe mal stark davon aus. Aber muss man einfach mal nachfragen. Genau, also es gibt diese Last-Minute-Option oder ihr könnt danach fragen. Das ist dann am Vorabend bis zu einer gewissen Uhrzeit sind dann einfach Ausflüge für den nächsten Tag, die noch frei sind, dann nochmal stark reduziert und man hat da dann die Möglichkeit, vielleicht da dann auch nochmal ein Schnäppchen zu schießen. Genau, einfach mal nachfragen in diesem besagten Ausflugscorner oder an der Rezeption, genau, ob es diese Last Minute oder Hot Deal heißt es, glaube ich, Option gibt. Und wie gesagt, auf dem Schiff kann man immer noch die Ausflüge auch dann spontan, haben wir auch gemacht, Curaçao ist Norden war es ja, glaube ich, wo wir einfach so spontan beim Mittagessen für den Nachmittag dann noch gebucht haben. Genau, also Geht auf alle Fälle auch geht auf auf dem alle Fälle Schiff. auch, wenn er dann euch doch noch dazu entschließt oder euch nicht ganz sicher seid, den Ausflug buchen zu wollen. Klar, wenn er ausverkauft ist, ist er ausverkauft, Vorbei. dann ist der Bus voll. Aber ja, das wäre tatsächlich auch noch eine Option, wenn man sagt, man guckt dann vor Ort doch noch mal, was Genau. Ihr könnt man auch sogar möchte. in die App reinschauen, ne? Da kann man das auch buchen und auch über den Fernseher, hat mir jemand letzt gesagt. Habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber geht scheinbar auch. Also von daher kann man da auch wirklich an Bord noch einen AIDA-Ausflug schießen, wenn noch was frei ist. Ne? So, jetzt wisst ihr mal, was bei AIDA so geboten wird an Ausflügen. Ich sage es mal vorsichtig, für gemütliche Menschen. Man bucht einfach und das Thema ist erledigt. Wie gesagt, nicht immer ist es ganz günstig. Von daher haben wir noch eine ganz, ganz tolle Alternative gefunden. Weißt du welche? Ja, Ja, erzähl's uns. die Internetseite Meine Landausflüge. Genau, weil da habt ihr ja ähnliche Reise, manchmal ähnliche Reisen, nee, ähnliche Ausflüge, So rum. so rum genau, wie bei AIDA. Aber die sind tatsächlich, wir haben uns mal so einen kleinen Überblick gemacht, meist doch den ein oder anderen Euro günstiger Ja. wie über AIDA. Und ihr habt da auch tatsächlich einige Vorteile, wie die pünktlich zurück zum Schiff-Garantie, dass das Schiff nicht ohne euch fährt, ne? Weil das wäre, wie gesagt, ein bisschen blöd und das war irgendwie meine größte Angst immer. Und was ihr bei Meine Landausflüge auch machen könnt, ist euer Schiff, die Reederei hinterlegen, sage ich jetzt mal. So werden automatisch die Liegezeiten von dem Schiff für diese Route übernommen in die Ausflugsplanung. Das heißt, ihr seht bei den Ausflügen einfach immer von wann bis wann euer Schiff da im Hafen liegt und können dann so auch ohne rüber zu AIDA switchen zu müssen, bei meinen Landausflügen einfach da durchstöbern, weil ihr da halt die Liegezeiten vom Schiff hinterlegt habt und so dann einfach planen könnt. Steht dann auch immer ganz toll beschrieben, wie lang der Ausflug dauert. Ja, und da kann man dann einfach planen, Ja, ob das hinhaut oder nicht. ganz Ja. klar. Und so hat man da einfach die Möglichkeit, ne, noch den einen oder anderen Euro zu sparen und im Endeffekt eigentlich einen ähnlichen oder sogar gleichen Ausflug dann zu haben. Also schaut euch das Ganze gerne mal an in AIDA, so für den ersten Eindruck. Ne, haben wir das eigentlich immer so im ersten Schritt gemacht, um mal zu schauen, was wird denn von AIDA angeboten? Dann könnt ihr noch bei meine Landausflüge vorbeischauen und einfach mal spiegeln, was da so im Angebot ist. Da packe ich euch auch einen Link unten in die Beschreibung mal mit rein. Wenn Aber er da klickt, kriegt man nämlich einen kleinen Obolus, ne, ist ein Affiliate-Link. Ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Affiliate Link. Ja, heißt so. Okay, die Mama hat recht.
Und nicht mehr Ruhe. Nee, ich Ja, wir habe kennen es ja recht. schon. Ja, auf jeden Fall, die hat immer recht, die Mama. Ich Und konnte es dreimal hintereinander sagen, dein Lieblingswort. ja, stimmt. Ich habe schon vergessen, mein Weiter bitte. Lieblingswort. Ja, weiter geht's, genau. Also von daher, wenn ihr wollt, bucht gerne über den Link. Dann unterstützt er zukünftig und ja, überhaupt noch unseren Kanal dann auf diesem Wege. So, und jetzt sind wir durch sozusagen mit den vorgeplanten Reisen. Ne? Welche Vorteile siehst du da drin? In den vorgeplanten Ausflügen meine ich natürlich. Ah, ja, in den vorgeplanten Ausflügen sehe ich die Vorteile, dass man halt sich nicht mehr drum kümmern muss, quasi, dass man Ort und Zeit einfach einplanen kann in die Urlaubsplanung. Genau, dass man nicht so völlig planlos vom Schiff runtergeht und dann erstmal überfordert oder überrannt wird, so in einer fremden Stadt. Vielleicht auch noch die erste Kreuzfahrt, wo man sich noch nicht ganz so sicher ist, wie das so läuft, so von Bord gehen auf Bord zurückgehen, ist dann doch schon ganz gut, wenn man dann den geplanten Ausflug einfach vorab schon weiß und hat. Ja. Ja, es braucht einfach keine große Vorbereitung. Du Ja. machst im Endeffekt nur einen Klick. Man kann sich auch tatsächlich ein bisschen mehr treiben lassen. Man muss halt nicht unbedingt das Ganze Es im ist Hinterkopf behalten. Es ist ja. bequem und ganz ehrlich, es ist wirklich nicht immer die günstigste Art, ne, den Hafen zu verbringen. Aber ja, man hat einfach vieles aus dem Kopf. Und Ne? wir haben jetzt gerade bei unserer Karibik-Kreuzfahrt einfach Ja, ganz ja. oft gemerkt, dort haben wir uns oft dazu entschlossen. Also es war viel geplant, aber viele Häfen waren auch dabei, wo wir einfach gesagt haben, ah, das ist nicht groß, sonderlich die Stadt. Wir gehen mal von Bord und nehmen uns dann ein Taxi. Aber jetzt, je nachdem, das kommt auch zu dem Ganzen dazu, solltet ihr wissen, in welchen Häfen ihr seid, weil wir hatten tatsächlich entweder A, Probleme, überhaupt noch ein Taxi zu bekommen, weil ihr müsst euch vorstellen, gefühlt das ganze Schiff geht von Bord, sobald es im Hafen liegt. Und dann seid ihr natürlich nicht die Einzigen, die jetzt auf ein Taxi hoffen. Klar kann man sich auch mal zusammenschließen, aber da muss halt natürlich die Route und die Ausflugsziele passen, was auch nicht immer der Fall ist. Und dann hatten wir doch das ein oder andere Mal Probleme mit den Taxifahrern bei der Abwicklung vom Preis und von allem, von der Route, wo wir oftmals dann auf gut Deutsch die Schnauze voll hatten und einfach frustriert vom Taxistand weggelaufen sind, weil wir einfach keine guten Taxifahrer oder seriösen Taxifahrer vor uns hatten oder halt einfach keins bekommen haben. Ja, Das ist auch nochmal ein großer Vorteil ganz an den klar. geplanten Ausflügen. Da geht halt einfach von Bord und dann erwarten euch eigentlich schon die ganzen AIDA-Busse und die Reisebegleiter mit dem Schild, welcher Ausflug das ist. Und so könnt ihr da problemlos einfach gucken, wo ist mein Schild, wo ist mein Bus und dann quasi von Bord in den Bus hüpfen, was halt nochmal ein großer Vorteil ist. Ja. Ganz klar. Nachteile sind tatsächlich neben dem halt doch meist recht teuren Preis, dass es halt getaktet ist, ne? Ja. Das heißt, wir haben gerade zum Beispiel in Curaçao, glaube ich, war es, ne? Gemerkt, wo wir Curaçaos Norden, hieß es, glaube ich, Ja, gemacht genau. haben, ne? Da waren wir dann erst beim. Waren wir erst beim Kukuenhaus, glaube ich. Dann waren wir im Nationalpark. Dann war man noch am Strand. Und dann hieß es halt so: Ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, ne? 20 Oder Minuten. 20 Minuten. Und dann hat man halt eine halbe Stunde oder 20 Minuten Zeit, ne? Und ja. Aber so sieht man in kurzer Zeit halt meist doch recht viel. Nicht immer vielleicht so viel, wie man gern möchte, aber ein guter Überblick kriegt man auf alle Fälle, Ja, ne? man muss halt auf jeden Fall, wenn man so einen geplanten Ausflug hat, schon sich, sag ich mal, zügig an den Orten Ja. umsehen. Ja, also man sollte jetzt halt nicht gemütlich schlendern und sagen, oh, ich warte mal, bis der Bus leer ist oder trinke jetzt da mal noch einen Ja. Kaffee oder kurz. Dafür sind die Ausflüge halt definitiv nichts, weil da ist die Ja. Zeit, die man hat, einfach zu knapp. Ja. Ja. Und wenn du jetzt sagst, tatsächlich, okay, mir ist das Geld eigentlich egal, in Anführungsstrichen, ich zahle halt die AIDA-Reisen oder die
nicht die AIDA-Reisen, die AIDA-Ausflüge, Ja. die Reisenzahl dann natürlich auch, ja, sage ich Die irgendwie ganze heute Zeit immer. reisen, ja. Hey, ich freue mich so Wir sprechen von auf die nächste Ausflügen. Reise. Genau, und wenn er die halt eben über MyAida bucht oder auch über meine Landausflüge, ja, dann könnt ihr eigentlich schon Haken dran machen, ne? Dann ist Ja. dieses Video, könnt ihr gerne noch bis zum Schluss schauen, aber dann ist es natürlich eine ganz bequeme und auch tolle Möglichkeit, ne, seinen Hafen definitiv zu verbringen. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit. Zwei. Zwei, ja, zwei. Genau. Das Ganze ein bisschen individuell zu gestalten. Und da geben wir euch jetzt einfach auch noch ein, zwei, drei Tipps an die Hand, wie wir uns vorbereiten. Und da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dann lokale Reiseanbieter bzw. eben Ausflugsanbieter zu finden, zu suchen. Und meist sind es dann die gleichen Ausflüge, zum Teil die AIDA bucht, ne? Über meinetwegen diese RIP-Safaris, ne, wo es da gibt, ne, das sind die Anbieter vor Ort, nur dass halt dann das Zwölferboot ausschließlich mit AIDA-Buchern belegt ist, ne, und das Ganze aber halt unterm Strich wirklich 50 Euro günstiger ist oder so, ne. Aber man muss halt dann den Anbieter raussuchen, muss den kontaktieren, muss buchen, und wenn sich der Hafen vielleicht verschiebt, ne, muss man dem Geld wieder hinterherrennen. Das sind halt alles Dinge, die man bei AIDA, wenn man da direkt bucht, einfach nicht hat. Ja. Und wir haben eigentlich immer drei Dinge, ne, wie wir uns vorbereiten auf die Reise. Zum einen, der erste Blick geht natürlich in YouTube, ganz klar, so wie du das jetzt wahrscheinlich ja auch gemacht hast. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Videos zu den unterschiedlichsten Häfen. So halt eben auch zum Beispiel von uns, ne, von unserer AIDA Perla Tour, von der Prima Tour, von der Nova Tour, die wir hatten. Da waren wir in der Karibik, da waren wir in Norwegen und in Dänemark. Und ja, das ist einfach auch für uns immer Anlaufpunkt Nummer eins, ne? Ja. Erstmal schauen, was YouTube und ja, die vorherigen Reisenden sozusagen zu erzählen haben, ne? Und aufbauend darauf, ne, gucken wir dann auch tatsächlich immer Landausflüge auf eigene Faust, heißt das Ganze. Und zwar ist es die Internetseite Seereiseplanung-Kreuzfahrt.de. Musste gerade ein bisschen ablesen. Und das ist auch eine mega, mega tolle Seite. Ne? Da gibt es, also ich habe noch keinen Hafen gefunden, wo es keinen Eintrag gab. Und ja, da zeigen wir euch jetzt einfach mal so ein Beispiel. Hier zum Beispiel von Haugesund. Und ja, da seht ihr dann direkt, welche Währung gibt es, wie kann man sich mit dem Taxi bewegen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist der Hafen direkt in der Stadt oder ist der weiter weg? Welche Dinge sind sonst noch wichtig? Also das ist eine ganz, ganz tolle Seite, die war einfach so immer meist Ja. fürs erst selektieren, sage ich mal, Vor allem gibt es nutzen, da ne? halt ein Ranking von deiner Sehenswürdigkeiten oder Dinge, die die Stadt bietet, die jetzt sehenswert sind. Also eine Ist immer Zusammenfassung so im Endeffekt, eine ne? Aufstellung, ja. Und das ist dann ganz gut, ne, dass man einfach Wenn man mal sich halt nicht weiß, auskennt. ne, was gibt's, was will ich, ne? Und so haben wir schon so manche Tour eigentlich ganz gut auf dieser Ja. Grundlage dann auch auf eigene. Faust. Oh, das wird nicht langweilig. Auf eigene Faust dann einfach geplant, ne? Ganz klar. Was wir auch noch für uns entdeckt haben, ist die Internetseite heimathafen.com. Da habt ihr auch eine tolle Landkarten, da habt ihr auch die ein oder anderen Dinge, die es dann gibt im Hafen. Da könnt ihr euch einfach auch mal registrieren. Ich zeige euch jetzt mal noch kurz, wie das aussieht. Und so mit diesen drei Tools. Das ist eigentlich unser Ding, wo wir sagen, okay, da schauen wir mal, ne, dann, wenn wir was auf eigene Faust machen möchten. Und dann haben wir eigentlich immer bis jetzt einen guten Plan gehabt. Ja. Ansonsten kann man wirklich auch, haben wir ja auch schon gemacht, auch mal den einen oder anderen Hafen komplett planlos machen, ne? War bei der Nova Tour, ne, ja, so ein bisschen so. Wir hatten zwar einen Plan, aber ja, haben uns eigentlich echt treiben lassen, gerade in Skagen Ins zum Ragen, ja, Beispiel. Ja, habe ich da jetzt wussten auch. wir wollen irgendwie nach
Grenen hieß es, glaube ich, Ja, ne? Gräne. Diese Dieser Leuchtturm. Landzunge, wo sich dann die Nord- und die Ostsee. Ostsee treffen, genau. Ich war in Erdkunde immer schlecht, also von daher gut, dass ich da jemand an meiner Seite habe. Ich bin dafür besser in Mathe, so gleicht sich einfach alles aus im Hey. Leben, gell? Man muss ja auch die Ja. Wahrheit sagen können, oder? Stimmt. Gell? Und also von daher geht es auch, aber ja, man sollte halt zumindest so einen groben Plan vielleicht haben, was es gibt, ne? Weil sonst ist der Tag rum und man hat nur das Schiff Ja, verlassen und war nur im Hafen. es kann halt Ja. wirklich auch schief gehen, dem Ja. muss man sich sicher sein. Also gerade in Skagen war es halt tatsächlich so, da war es ein Fußmarsch Zum, zum Zentrum, ja. zum beginnenden Zentrum, nenne ich es mal. Es war nicht mal so direkt ein Zentrum. Skagen hat jetzt nicht wirklich so ein direktes Zentrum gehabt. Aber es war schon ein Fußmarsch von 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, wir sind auch ein paar Mal falsch dann noch Ja, aber abgebogen. also es war trotzdem 20 Minuten, eine Ja. halbe Stunde, wäre so quasi gewesen, wo man erstmal laufen muss, bis man irgendwo ankommt. Ja, Kopenhagen zum Beispiel, da wäre es gar nicht möglich Ja. gewesen zu laufen. Ja, da ist der Hafen, glaube Weil ich, da ist 5 Kilometer. der Hafen Ja. komplett weit vom Zentrum weg. Also da geht es quasi nur mit dem Bus-Shuttle. Und dem muss man sich halt einfach auch sicher sein, dass halt, ja, wenn man halt so völlig ohne Plan losgeht, da halt auch einige Hürden dann zu meistern sind. Ja. Muss man einfach Ja. noch im Hinterkopf behalten. Und wenn man jetzt den Hafen schon kennt oder die Destination oder auch einfach gar keine Lust hat, empfiehlt sich es auch wirklich mal an Bord zu bleiben, ne? Das Auch haben wir das zum geht. Beispiel bei unserem zweiten Tag in Oslo gemacht, ne? Genau. Da waren wir 2 Tage in Oslo und da wir am ersten Tag schon durch waren mit dem, was wir machen wollten, haben wir einfach einen gemütlichen auf dem Ja. Schiff gemacht, ne? Also geht Seid auch. ihr jetzt jemand, der jetzt gar nicht groß die Ausflüge braucht, beziehungsweise jetzt wirklich sagt, das oder das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen oder ich lasse mich überraschen, was ich sehe, dann bietet sich's natürlich an, sag ich Ja. mal, auf eigener Faust vom Schiff zu schlendern, weil man hat ja genug Zeit. Also wenn man jetzt sagt, man bummelt einfach mal so und guckt, wo man so landet, guckt, was man so machen kann, dann ist das eine ganz klare Empfehlung, Freischnauze oder auf eigene Faust. Ja. Vom Schiff zu gehen. Das ist einfach der Punkt, da muss jeder für sich einfach entscheiden, was ihm wichtig ist, weil nur jeder kann seinen perfekten Hafenaufenthalt selber planen. Genau. Und das ist auch das, was uns an Kreuzfahrt so gefällt, so fasziniert. Egal, wie man den Hafen macht oder was man macht, es gibt immer was zu entdecken. Ja. Man ist jeden Tag eigentlich woanders und das Gut. ist das, was es auch besonders macht für uns. Wir haben auch, da fällt mir St. Lucia ein, war es, genau, da waren wir auch auf eigene Faust. Und da sind wir einfach so in diese Stadt eingetaucht. Wir waren in Kirchen, wir sind einfach durch die Stadt gelaufen, haben an jeder Ecke irgendwie was mit Geschichte gesehen, manchmal sogar Tafeln, die die Geschichte erklärt haben. Haben Einheimische getroffen, uns mal mit denen unterhalten, haben da ein Stadtfest gesehen. Und das hätte man vorher gar nicht planen können. Also das war wirklich so ein Tag, wo wir einfach gesagt haben, den hätte man besser nicht planen können. Aber Ja. der kam tatsächlich Der ist auch, so der passiert. ist einfach so passiert, genau. Und es war auch einfach ein ganz schöner Ausflug, weil man halt eben ohne jetzt irgendwie den Druck oder die Zeitnot zu haben, dort und dort und dort und dorthin zu müssen und quer durch die Stadt zu rasen, haben wir uns da einfach treiben lassen und dann halt auch wirklich eine ganz andere Art, wie es jetzt AIDA nicht als Ausflug anbieten hätte können, erlebt haben. Also. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich wollten wir ursprünglich in den Urwald zu so einer Seilbahn, ja. Aber das war über AIDA, dann, wo wir es wirklich buchen wollten, ausverkauft. Dann haben Ja. wir überlegt, das auf eigene Faust oder bei einem anderen Anbieter zu machen. Aber das war auch nicht so einfach. Und dann ist das Ganze halt einfach so passiert, wie es passiert ist, ne? Aber auch AIDA hat übrigens
solche Ausflüge, ne? Komm an Land heißen sie, Ja, glaube ich. zu Fuß an Zu Land, Fuß, ja, zu Fuß an finde Land. ich immer sehr amüsant. Irgendwann mache ich das, glaube ich, Das sind dann wirklich einfach mal. so Geführte Städtetouren, ja, Wanderung, einfach, wo ihr diesem hier Reisegruppe ja. hier entlang einfach Ja, hinterherlauft und auch das, gemütlich durch ja, die Stadt. auch das ist wieder das gemütlich. Man kann sich vorher über die Internetseiten diese ganzen Punkte raussuchen und Ja. selber laufen. Ja, dann ist es, kostet gar nichts im besten Fall, ne? Und man hat auch die Zeit, Ja. kann machen, wie man will. Oder man macht es halt über AIDA, ne? Zahlt dann, keine Ahnung, 30 Euro, Ja. 40 Euro, und ist da dann aber halt, ne, geführt schnell durch, Oder ne? besorgt sich halt einfach vorab Reiseführer bzw. Landkarten von dem Hafen, von der Stadt, dass man dann einfach sagt, okay, man hat zumindest eine Ja. Karte. Das hat uns auch immer mal ganz Ja. gut getan, wenn man dann einfach so eine Old-Fashioned-Papierkarte Ja, wir haben noch ja in der Hand hatte. eigentlich unsere Lieblingskarte auf dem Handy mit Ja, dabei. Google Maps geht aber überall. wir haben auch mal Papierlandkarten Ja. dabei gehabt, gerade so durch die Stadt oder so, und die Ja. machen auch einen super Job. Ja. Und das ist ja auch das Tolle bei der Maya Aida, ne, die täglich an der Tür hängt. Da ist ja auch immer so eine kleine Karte mit drauf, mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Also auch darauf kann man dann die individuelle Tour sozusagen aufbauen. Ne? Auch möglich. So, das war es jetzt eigentlich auch Ja. schon. Ne? Wir hoffen, das Ganze konnte euch ein bisschen Ja. weiterhelfen. Ist auch für uns jetzt ein bisschen ein neues Video. War jetzt auch gar nicht so einfach, das Ganze alles so vorzubereiten. Aber davon wollen wir zukünftig tatsächlich noch ein bisschen mehr machen, weil gerade als Kreuzfahrt-Neuling, denke ich, kann das auf jeden Fall weiterhelfen. Und auch die alten, erfahrenen Hasen, wie du da hinten vielleicht einer bist, denke ich, der ein oder andere Tipp war bestimmt dann auch für dich mit dabei, ne? Ja. Ja. Magst du noch was sagen gerade? Hast du was auf dem Herzen? Nö, Nö. eigentlich nichts mehr. Eigentlich nichts mehr. Ja, dann sind wir soweit eigentlich mit unserem heutigen Freizeit-Talk auf jeden Fall durch. Eine kleine Info noch am Rande, so ein bisschen in eigener Sache. Moment, ich verschwinde mal aus dem Bild. Hier, wenn ihr so ein paar schöne Sachen wollt, wie unser Säckchen, unser Bärchen, die Mama, nee, den Hoodie, schaut da gerne in Mich gibt's unserem, nicht im Shop. genau, Ich bin noch unverkäuflich, nicht. noch nicht. Schau da gerne in unserem Merchandise-Shop vorbei. Mich kann man mieten. Dich kann man mieten. Okay, da redet man anders mal drüber. Okay, versprochen. Genau, aber dann schau da gerne mal im Shop bei uns vorbei. Also habt ihr vielleicht noch ein bisschen was, was euren Hafen dann noch schöner macht. Und habt noch ein bisschen was dann von uns sozusagen mit dabei. Bevor wir jetzt das Video beenden, einfach auch noch unsere Bitte. Hast du noch irgendwelche? Die Mama, die will schon wieder klappen, die ist Ich ganz will immer klappen. ungeduldig. Die will auf die Couch, gell? Den Abend noch gemütlich ausklingen lassen. Das haben wir uns dann jetzt aber, glaube ich, auch verdient. Ne? Wir nehmen das Video jetzt heute am Donnerstag, gell? Ja. Donnerstagabend auf. Ne? Also von daher, wie gesagt, Last-Minute-Call. Wenn du irgendwelche Tipps hast, wie du deinen Hafen immer planst, und vorbereitest, schreib es gerne mal unten in die Kommentare mit rein, dann lernen wir was dazu. Ne? Dann lernt die komplette Community von uns was mit dazu. Und da freuen wir uns einfach auch über einen ganz, ganz tollen Austausch immer mit euch. Wenn ihr es nicht in die Kommentare schreiben wollt, schickt es uns per Facebook, per Instagram oder auch gerne per E-Mail. Brieftaube. Brieftaube, Auch ja, solche. könnt ihr auch mal probieren. Vielleicht klappt es, aber. Vielleicht kann es jemand. Ohne Gewehr, ne? Und genau, das ist doch einfach auch das Tolle, wenn man sich einfach dann austauschen kann, ne, zu dem ganzen Thema Kreuzfahrt. Weil wir das so sehr mögen, gell? Ja. Ja! Ja. Ja! Prost! Ach so. Ja. Ne? So schafft man es auch viel zu trinken, gell? Ein halber Liter innerhalb von einer halben Stunde. Ab. Ab mit seinem Kopf. Ab mit meinem Kopf. Ja, sagt doch immer die Herzkönigin. Stimmt, die Herzkönigin. Da Ab mit seinem Kopf. passt dann auch die Klappe, die man übrigens im Walt Walt Disney Disney Studio Studio. in Paris gekauft Ich haben. brauche mal noch so eine Kreide, dass ich hier Ja. drauf schreiben kann. Freut sei Talk. Genau. Und das Datum.
Weil wir sind ja nicht nur auf Kreuzfahrt unterwegs, auch im Freizeitpark. Wenn euch also das Disneyland Paris interessiert, schaut unbedingt mal vorbei, wie wir Achterbahn fahren. Genau, das macht auf jeden Fall immer Spaß. Spaß, ne? Ganz klar. Ja, das war's jetzt mit unserem heutigen Freizeit-Talk. Nächste Woche sprechen wir planmäßig über die Jahreskarten vom Freizeitpark. Da wären wir wieder beim Thema. So starten wir in die Saison 2024. Oh Gott, ich muss immer überlegen. Ich lebe noch im Jahr 2023. Genau, und da reden wir einfach über die Jahreskarten, die wir haben, ne, und was wir vielleicht noch für Jahreskarten holen oder auch nicht. Ja, Und ja, welche wir nicht mehr wollen. welche wir vielleicht auch nicht mehr haben oder nicht mehr wollen. Und ja, zum Oder Schluss wollen dieses, und nicht mehr haben. stimmt, gibt es auch, wollen und nicht mehr haben. Ja, ihr erfahrt nächste Woche auf alle Fälle Bis mehr bald. zu diesem Thema. Genau, bis bald. Ja, zum Schluss einfach nochmal die Bitte. Abonniert gerne den Kanal, klickt die Glocke, dann verpasst da nichts mehr von unserer Freizeit. Das ist dann auch egal, ob bei der Kreuzfahrt, im Freizeitpark oder auch beim Camping. Das macht mich schon ganz verrückt. Ja, Ich wir weiß. sagen jetzt Tschüss, sagen Danke, dass du eingeschaltet hast Und du? und auch du und sagen bis zum nächsten Mal. Zum Schluss denkst du und ihr wie immer daran, Die die nächste nächste Freizeit Freizeit kommt kommt bestimmt. bestimmt. Bis dahin, euer Simon. Und eure Tamara. Tschüss. Tschüss. Klappe. Du.